Hallo, Harvey. Alles beim Alten? Mhm. Harvey? Harvey? Passt du auch auf, wo du hinfährst? Oh. Oh, hallo, Troy. Oh. Schöner Drachen. Oh. Harvey, da kommt Troy, pass auf. Ich glaube, wir hatten hier eine Kollision. Das sieht mir aus wie eine Aufgabe für Tom, den Abschleppwagen. Tolle Burg. Und ihr habt auch toll zusammengearbeitet, Leute. Leider gibt es eine Aufgabe für dich, Tom. Harvey, der Mähdrescher, hat einen Unfall und er braucht deine Hilfe. Kannst du schnell kommen? Klein Tom, bleibst du hier und passt auf die Werkstatt auf? Die Messer sind verbogen. Ein paar Kratzer und einen platten Reifen. Wir müssen ihn in die Werkstatt bringen, nicht wahr? Du kannst dich freuen, Harvey. Tom wird sich um dich kümmern. Und wie geht's dir, Troy? Kannst du weiterfahren? Troy, ich bin mir sicher, Teddy wird sich um deine kleinen Kratzer kümmern. Womit sollen wir anfangen, Tom? Du willst als erstes die Messer reparieren? Okay. Gut gemacht, Tom. Jetzt kümmern wir uns um den Reifen. Du hast Ersatzreifen hier, aber welcher könnte Harvey passen? Der hier? Nein? Der hier. Auch nicht gut? Das ist der richtige. Hervorragend. Gute Arbeit. Wie willst du jetzt diese Kratzer reparieren? Mit dem Spray? Gute Idee, Klein Tom. Das ist richtig. Wir müssen nur die richtige Farbe aussuchen. Die hier ist es. Macht Klein Tom. Du bist wirklich eine große Hilfe. Harvey, du siehst aus wie neu. Das war hervorragende Arbeit, Tom. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Dane. Was hast du heute vor?
Du arbeitest mit Charlie auf der Baustelle? Mhm. Sieht so aus, als wärt ihr beide ein tolles Team. Was ist los? Das sieht aus wie ein großes Problem, Dane. Da bitten wir wohl besser Tom den Abschleppwagen um Hilfe. Tom! Hey, Tom! Dane, der Abrisskran braucht deine Hilfe. Kannst du schnell kommen? Das ist großartig. Auf geht's! Dane ist auf der Baustelle. Keine Sorge, Dane. Tom wird bald hier sein. Hier ist er auch schon. Dann schleppen wir Dane mal in die Werkstatt und werfen ein Auge auf sein Problem. Gut gemacht, Tom. Großartige Arbeit. Was ist los, Tom? Du hast recht. Wir müssen Danes Abrissbirne auch mit zur Werkstatt bringen. Wie sollen wir sie transportieren, Tom? Großartige Idee, Tom. Wir bitten Charlie um Hilfe. Charlie, kannst du Tom helfen, Danes Abrissbirne in die Werkstatt zu bringen? Großartige Arbeit, Charlie. Na dann mal auf in die Werkstatt. Gut gemacht, Charlie. Was ist los, Tom? Oh, das Drahtseil ist gebrochen. Hast du ein Ersatzdrahtseil, um es auszutauschen? Du hast eins? Großartig. Ist es in der obersten Schublade, Tom? Schauen wir mal in der unteren Schublade. Da ist es auch nicht. Es wird wohl in der mittleren Schublade sein. Da ist es ja, Tom. Gut gemacht. Brauchst du noch etwas? Du brauchst einen Schraubenschlüssel, Tom? Gute Idee. Der sieht so aus, als hätte er die richtige Größe. Was sollen wir als erstes tun, Tom? Sollen wir das kaputte Drahtseil entfernen? Das ist großartig, Tom. Mal schauen, ob das neue Drahtseil passt. Perfekt, jetzt muss die Abrissbirne wieder befestigt werden. Kannst du sie anheben, Dane? Das ist großartig. Gute Arbeit, Tom. Gibt es noch etwas, das repariert werden sollte? Du denkst, Dane braucht neue Raupenketten? Gute Idee. Die sehen so aus, als hätten sie die richtige Größe. Brauchst du nicht noch eine zweite, Tom? Genau, gut gemacht. Sollen wir die linke Raupenkette als erstes tauschen? Gute Arbeit, Tom. Jetzt wechseln wir die rechte Raupenkette. Wie fühlt sich das an, Dane? Du siehst großartig aus. Tom, ist Dane wieder bereit für die Baustelle?
Ist er nicht? Warum nicht? Du denkst, Danes Fenster müssten gereinigt werden? Du hast recht, Tom. Das sollten sie. Das ist bestimmt der ganze Dreck von der Baustelle. Das sieht doch schon viel besser aus. Jetzt ist Dane wieder so weit, dass er Charlie auf der Baustelle helfen kann. Tschüss, Dane. Tschüss, Tom. Habt einen schönen Tag. Hä? Oh. Was hast du denn da, Matt? Hä? Ein paar Donuts für den Donut-Tag? Die sehen lecker aus. Mhm. Hast du welche mit Streuseln? Aha. Hä? Oh. Pass auf, hä? Das ist ein Raser. Beeil dich, Matt. Halt ihn auf. Oh nein, deine Donuts. Hey. Oh. Pass auf, Marley. Oh. Pass auf, Henry. Oh. Da sind überall Donuts auf der Straße. Ach du liebe Güte. Seid ihr beide okay? Wir rufen besser Tom den Abschleppwagen. Wir brauchen seine Hilfe, um euch zu reparieren. Hallo, Tom. Bist du gerade beschäftigt? Mhm. Oh, wie ich sehe, backst du gerade. Marley und Henry hatten einen Unfall. Sie brauchen deine Hilfe. Kannst du kommen? Gut, auf geht's. Keine Sorge, Tom ist hier. Ich habe euch doch gesagt, dass er gerne helfen wird. Was für ein Schlamassel. Ich glaube, es wäre einfacher, sie in deiner Werkstatt zu reparieren. Du wirst wohl zweimal fahren müssen. Ist das okay, Marley? Okay, wir beeilen uns. Oh, gut, Tom. Da bist du ja. Henry hat geduldig gewartet. Alles klar, Tom. Dann wollen wir sie mal reparieren. Wir müssen uns beeilen? Das ist richtig. Du backst gerade etwas im Ofen. Das soll ja nicht verbrennen. Dann mal an die Arbeit. Ach du liebe Güte, Tom, du hast aus Versehen Marleys große Monster-Truck-Reifen an Henry montiert. Hör mal, Henry. Henry, das sind Marleys Reifen, nicht deine. Henry, komm zurück. Henry, hörst du überhaupt zu? Wo willst du hin? Komm zurück. Hey. Aha. Entschuldige, Marley. Es macht Henry einfach zu viel Spaß.
Es passiert ja nicht oft, dass ein kleines Auto so tun kann, als wäre es ein großer Monster-Truck. Henry, jetzt mal ernsthaft. Machst du gerade Donuts im Gras? Durch Donuts bist du doch überhaupt in diesen Schlamassel gekommen. Das ist richtig, Tom. Henry, du kannst die nicht behalten, die gehören dir nicht. Diese Reifen gehören Marley, nicht dir. Wie würdest du dich fühlen, wenn jemand etwas von dir wegnehmen würde, ohne dich zu fragen? Wirst du sie zurückgeben? Gut, das war die richtige Antwort. Dann mal zurück zu Toms Werkstatt. Das ist schon viel besser. Wie fühlst du dich, Marley? Vielen Dank, dass du Marley die Reifen zurückgegeben hast, Henry. Das war wirklich sehr nett von dir. Warte mal, Tom. Dein Ofen. Ist schon fertig, was du da gebacken hast? Donuts? Wer hat Hunger? Hallo, Edgar. Gut zu tun heute, was? Hey, Vorsicht! Wow, du kannst das richtig gut. Gute Arbeit, Edgar. Die sehen ziemlich schwer aus, Edgar. Da wäre ich an deiner Stelle noch ein bisschen vorsichtiger. Hey, Edgar, alles in Ordnung? Oh nein, deine Schaufel ist abgebrochen. Wie willst du jetzt weiterarbeiten? Aber Edgar, keine Sorge, okay? Ich rufe Tom den Abschleppwagen. Er wird dich in 0, nichts reparieren. Hey Tom! Tom, wir brauchen deine Hilfe. Edgar, der Bagger, hat Schwierigkeiten. Er braucht deine Hilfe, schnell. Beeil dich, Tom. Hier links. Beeilung. Super, Tom. An der Kreuzung rechts. Da geht's direkt zur Baustelle. Und hier ist auch schon die Baustelle. Kannst du sehen, wo Edgar ist, Tom? Ist schon gut, Tom. Hier lang. Du wirst ihn schon finden. Aber sei vorsichtig. Schau, da, Tom. Kannst du Edgar jetzt sehen? Armer Edgar. Er sieht wirklich fertig aus. Hey Edgar, Tom ist hier. Jetzt musst du dir keine Sorgen mehr machen. Dann bringen wir dich mal in die Werkstatt, Edgar. Bist du bereit, Tom? Na dann, auf geht's. Vorsicht, Tom. Ganz schön schwerer Transport, was, Tom? Aber schau, schon sind wir an der Werkstatt. Edgar, Tom nimmt dich jetzt mal unter die Lupe. Also, was denkst du, Tom? Ja, schauen wir mal nach einer neuen Schaufel für Edgar. Würde die hier passen, Tom? Nein? Wie ist es mit der hier? Nein? Und wie ist es mit der hier? Perfekt. Hervorragend. Also, die Schaufel ist repariert. Also, was kommt als nächstes, Tom?
Ja, du hast recht. Wir sollten diese Tür reparieren. Da, Tom. Das Schweißgerät ist auf dem dritten Regal. Haben wir nicht noch etwas vergessen, Tom? Genau. Eine Schutzbrille, um deine Augen vor den Funken beim Schweißen zu schützen. Na, dann wollen wir mal. Vorsicht, Tom. Du auch, Edgar. Wow, das sieht gut aus, Tom. Keine hängenden Türen mehr, um die du dir Sorgen machen musst, Edgar. Bist du jetzt wieder ein glücklicher Bagger? Ich wette ja. Noch etwas, Tom? Denkst du, was ich denke, Tom? Perfekt. Dann wollen wir mal, Edgar. Zeit für eine Wäsche. Sieht so aus, als würde es Edgar gefallen. So gut wie neu, nicht wahr, Edgar? Dann kannst du jetzt los. Tschüss, Edgar. Viel Spaß. Tom? Bis bald, Kumpel. Tschüss.